Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen an unserem Workshop hier bei AGCare, in unserem AGCare-Workshop. Und ja, ich freue mich, dass Sie dabei sind und hier wieder wie jeden Montag zusammen mit uns hier eine kurze Zeit verbringen und sich mit uns austauschen und eventuell auch Neues oder neu formuliertes erfahren. Also seien Sie herzlich willkommen und ich begrüße natürlich auch diejenigen, die sich die Aufzeichnung anschauen im Nachhinein und dort auch die Möglichkeit haben, im Chat Fragen zu stellen. Die erreichen uns dann per E-Mail. Wir beantworten sie natürlich auch und ja, sich auch natürlich die Folien herunterladen können, um das zu verfolgen. Und es bleibt natürlich auch Ihnen, die Sie hier live mit dabei sind heute Abend, auch die Möglichkeit, auch die Aufzeichnung sich nochmal anzuschauen. Falls das ein oder andere wert ist, dass man sich nochmal anhört. Und dann können Sie das natürlich auch, der Link der Aufzeichnung kommt hier immer per E-Mail. Ja, lieben Dank auch und ganz viele Grüße auch an meine Eltern, die hier im Hintergrund für mich da sind und mich unterstützen. Und ja, es ist immer ganz schön, wenn man dann, sie sehen mich zwar hier alleine, aber wenn man auch vom Gefühl her noch jemanden dann da hat, der einen unterstützt. So, gut. Der Vorrede jetzt hier und ich würde gerne beginnen und ich sehe schon hier, Bild und Ton sind super. Vielen Dank für die Rückmeldung. Dann können wir hier auch frisch starten mit der Präsentation, die natürlich auch hochgeladen worden ist, sodass wir sie hier verfügbar haben. Und ich habe Ihnen auch hier die Files, die Sie sich gerne herunterladen können, ab jetzt können Sie sich die herunterladen, aber damit können Sie sich auch Zeit lassen für die gesamte Zeit des Workshops. Und wie gesagt, in der Aufzeichnung ist es auch nochmal möglich, dass Sie hier die Files herunterladen können. Ja, 24.06.2024, das heutige Datum. Achtung, wichtiger Hinweis, diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisung zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankung konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Und wir sprechen ja hier in unserem Workshop über AGCare und die Möglichkeit, damit gezielt, selektiv störende Mikroorganismen mittels spezifischer elektromagnetischer Frequenzen zu eliminieren. Was sind störende Mikroorganismen? Ja, also gehen wir erstmal auf die Mikroorganismen ein. Da sind es die Bakterien, Viren, Würmer, Pilze und andere Einzeller. Und störende Mikroorganismen sind solche, die uns krank machen, sogenannte Pathogene. Also es leitet sich von dem griechischen Wort pathos, das ist das Leiden oder die Krankheit, und genan, das ist so gut wie erzeugen. Also das sind die Krankheitserreger, wenn man so will. Da gibt es solche, die uns von vornherein krank machen. Das muss nicht heißen, dass wir gleich krank werden. Zum Beispiel die Borrelien und Toxoplasmen. Hier dauert es manchmal Jahre oder sogar Jahrzehnte, bis hier Krankheitssymptome auftreten und sich gegebenenfalls auch manifestieren. Es gibt auch solche, die, wenn sie in Disbalance geraten, sich also nicht eindämmen lassen von zum Beispiel unserem Immunsystem und sich somit vermehren können und in Disbalance geraten, die uns aus dieser Disbalance heraus stören und sogar krank machen können. Und schaden dabei nicht nur die Mikroorganismen, die uns auf Zellenebene unsere Zellen beeinträchtigen. Es sind auch deren Ausscheidungen, also die Toxine, die hier immens an der Störung unseres Körpers, unserer Körperfunktion beteiligt sind. Und da haben wir zum Beispiel Bakteriengifte, aber auch Pilzgifte. Das sind die Mykotoxine. Ich mache das mal hier.
Zu den Mykotoxinen haben wir in unserem Workshop vom 29.04. Da haben wir da ein bisschen detaillierter etwas darüber gehört. Wenn Sie möchten, können Sie sich auch nochmal diesen Vortrag anschauen. Den haben wir auf unserer Website abgelegt im Bereich der Beiträge. Da finden Sie ja die AgilCare Workshops. Und dort können Sie zum Beispiel nach dem Datum, das habe ich Ihnen ja hier eingetragen, suchen. Diese Beeinträchtigung erfahren wir zum Beispiel auch bei den Zahnherden, also den sogenannten Nikos oder Rantes. Und die Bakteriengifte können hier vielfältig in unserem Körper Schaden anrichten, zum Beispiel am Herzen. Nicht selten hängen zum Beispiel Herzrhythmusstörungen, Tachygardien ursächlich mit Zahnherden zusammen. Auch hier habe ich Ihnen hier den Workshop, an dem wir darüber gesprochen haben, nämlich am 18.09.23 war das, habe ich Ihnen hier das als Hinweis mit eingetragen. Wie zeigt sich das, wenn man hier betroffen ist? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Die Bakteriengifte und Pilzgifte, die schwächen unsere Zellen, unser Bindegewebe, unsere Zellstrukturen, sodass wir lokal Beeinträchtigungen feststellen können. Also siehe diese Herzrhythmusstörung oder unser Bindegewebe wird geschwächt, was sich langsamer zeigt, weil unser Bindegewebe die Möglichkeit hat, lange Zeit auf einen Puffer zurückzugreifen. Irgendwann kann es aber nicht mehr ausgeglichen werden und wir merken das an vielen Stellen. Also zum Beispiel geschwächte Bandscheiben oder Auftreten von Krampfadern, auch Blasen- oder Gebärmuttersenkung ist von einer Schwächung des Bindegewebes gekennzeichnet. Knorpel, zum Beispiel in den Wirbeln oder Gelenken, ist bestehend aus Bindegewebe. Bei Schwächung kann dieses nicht mehr die Funktion erfüllen, wofür es gedacht ist. Aber es sind nicht nur die Bakteriengifte, die Pilzgifte, die hier das Risiko zur Schwächung unseres Bindegewebes mit sich bringen. Auch die Gifte von außen erhöhen das Risiko hier um ein Vielfaches. Umweltgifte, aber auch Medikamente, zum Beispiel Gifte, die im Rahmen einer Chemotherapie aufgenommen werden müssen. Also die Chemotherapie ist ja eine Maßnahme, die zur Beseitigung der Raumforderung bei Krebs, bei einem Tumor eingesetzt wird. Es gibt ja die Operation, dabei wird der Tumor operativ entfernt. Es gibt die Bestrahlung. Hier wird mittels ionisierender Strahlung der Tumor, das Tumorgewebe bestrahlt. Der Tumor soll dabei zerstört werden. Und es gibt die Chemotherapie. Hier wird gezielt Zellgift eingesetzt, um den Tumor, die Tumorzellen zu zerstören und an der Weiterentwicklung zu hindern. Teilweise werden diese Verfahren kombiniert eingesetzt. Ja, was fehlt hier noch? Die Ursache wird aus meiner Sicht nicht betrachtet. Wenn man also davon ausgeht, dass Krebs eine manifestierte chronische Entzündung oder Erkrankung ist, dann kann diese nicht auf einmal, sondern die kam nicht auch von einmal, sondern die hat sich entwickelt aus einer Belastungssituation heraus, eine Belastungssituation der Zellen heraus, zum Beispiel Sauerstoffmangel, solch eine Belastungssituation. Die Zelle muss sich in einen Ersatzstoffwechsel zur Energiegewinnung retten. Es wird somit das Zellplasma in alkoholischer Gärung vergoren. Und es steht der Zelle jedoch dadurch weniger Energie zur Verfügung. Entschuldigung. Das Milieu um die Zelle herum verändert sich und es siedeln sich Mikroorganismen an, die die Situation für die Zelle noch verschlechtern und es bildet sich eine Abwärtsspirale für die Zelle, Abwärtsspirale bezüglich des Energieverlustes, bis sich dann chronische Entzündungen etablieren und sich Krebs bilden kann. Wie sind wir jetzt hier hingekommen? Es ging um Gifte, gar nicht mal ursächlich um eine Infektion, sondern eine Vergiftung des Zellmilieus. Und ich hatte über Chemotherapie gesprochen als Maßnahme zur Beseitigung einer Raumforderung.
Und als Nebenwirkung dieser gewollten Vergiftung eines bestimmten Bereichs im Körper kann zum Beispiel die Beeinträchtigung von Nerven, von Nervenfasern auftreten, das dann zu großen Schmerzen, Taubheitsgefühl, Missempfindungen führen kann. Und ein Beispiel habe ich diesbezüglich nach mitgebracht. Und nach erfolgter Chemotherapie traten bei einer Anwenderin vor allem nachts, aber zeitweise auch tagsüber Schmerzen in den Beinen auf. Und aufgrund der vorangegangenen Chemotherapie und das Wissen darum, waren die empfohlenen Anwendungen C683 Schwermetalltoxizität TR, C wie Cäsar, 683 Schwermetalltoxizität TR, dann VEG 14 Quecksilber V wie Viktor, E wie Emil, G wie Gustav, 14 Quecksilber V und C1052 Reparatur der Myelinscheide bei Multiple Sklerose, also C wie Cäsar 1052 Reparatur der Myelinscheide bei Multiple Sklerose. Diese Anwendungen wurden täglich über 3 Tage durchgeführt. Nach einem Tag bereits waren nachts schon keine Schmerzen mehr zu verspüren. Und nachdem 3 Tage durch diese Anwendungen durchgeführt worden sind täglich, gab es auch tagsüber keine Probleme mehr. Die Anwendungen wurden danach auch nochmal 3 Tage weiterhin durchgeführt. Hier sind also diejenigen Mikroorganismen eliminiert worden, und zwar erfolgreich eliminiert worden, die Schwächung aufgrund der Gifte ausnutzen konnten und ihrerseits zu weiteren Beeinträchtigungen auf Zellenebene beitrugen. Aufgrund des Berichtes kann ich ja in der Vergangenheitsform sprechen. Und jetzt könnte man sich nochmal mit Agelcare, wenn das noch nicht gemacht wurde, der Ursache des Krebses, der mit der Chemotherapie therapiert werden sollte, dass man dieser Ursache zuwendet, nämlich der Ursache, die die Maßnahme der Chemotherapie notwendig gemacht hatte, dass eben hier auch noch auf Zellenebene die bestimmten Erreger eliminiert werden können. Eins habe ich noch vergessen zu sagen, das hole ich jetzt aber nach. Wir sprechen hier von Agelcare und gezielter selektiver Eliminierung störender Mikroorganismen auf Zellenebene. Wenn wir hier von Vergiftung sprechen, dann gehört der konzentrierte Einsatz von Naturzellulit unbedingt mit dazu. Also nicht nur bei bzw. nach Chemotherapie, sondern auch die Bakteriengifte, Pilzgifte, Umweltgifte, all das soll so gut wie möglich und so schnell wie möglich aus dem Körper entgiften, sodass hier auf Zellenebene kein Schaden oder kein weiterer Schaden entstehen kann. Warum wir Naturzeolit 10 Mikrometer empfehlen und auch in unserem Shop für Sie bereithalten, habe ich Ihnen hier auf diese 2 Folien, das ist die erste Folie hier, zusammengefasst. Es handelt sich also um ein hochwertiges Naturprodukt und es ist auf 10 Mikrometer genau homogen vermahlen, was Ihnen garantiert, dass es eine sehr große Oberfläche gibt für den selektiven Ionenaustausch und dass hier auch keine Kleinststäube auftreten. Ja, noch etwas Wichtiges, wenn wir über geschwächtes Bindegewebe zum Beispiel sprechen. Naturzeolit liefert uns das Siliziumdioxid, was unser Körper, unser Bindegewebe benötigt. Ja, noch ein Hinweis, also es hagelt hier an Hinweisen. Ein Hinweis, weil wir zuvor ja über Chemotherapie ganz konkret gesprochen haben. Hier wird zunächst bewusst der Körper vergiftet. Und aus diesem Grund sollte während der Chemotherapie, und zwar bis 75 Stunden nach der Chemotherapiegabe, auf die Einnahme von Naturzeolit verzichtet werden, jedoch dann wieder sofort begonnen werden. Verzichten Sie auch währenddessen, also bis zur 75. Stunde nach der Chemotherapie, auf die Anwendung von gezielten Entgiftungsanwendungen in Agelcare. Die finden Sie ja vorrangig in der Gruppe Entgiftung.
Also hier werden mit AgeCare zwar die davon profitierenden Mikroorganismen eliminiert, also diejenigen, die von den Giften profitieren, sie einlagern. Nichtsdestotrotz, zugunsten und für den Erfolg der Maßnahme, die hier geplant ist, empfehlen wir hiermit auch zu pausieren. Also ich meine eben auch die Anwendungen, wo ich Ihnen zwei schon zuvor genannt hatte, da C683 Schwermetalltoxizität und auch VEG 1,4 Quecksilber V. Dazu gehört auch A69 Entgiftung fördern, also A wie Anton, 6,9 Entgiftung fördern. Das sind allerdings nur einige Beispiele. Ich habe Ihnen gesagt, da gibt es eine ganze Anwendungsgruppe im Programm. Ja, jetzt habe ich so viel über Gifte gesprochen und ich würde jetzt gerne über etwas grundsätzlich Angenehmeres sprechen. Wir haben hier einen Bericht erhalten und ich lese ihn Ihnen einmal vor. Nach dem Verzehr von zwei kleinen Gläsern Rosé, in Klammern halbtrocken, stellte sich Sodbrennen ein. Ja, das fängt erstmal ganz gut an. Am Anfang zwei kleine Gläser Rosé, jetzt im Sommer auf der Terrasse sitzend und den Tag beim langsam schwindenden Licht, beim angenehmen, wohltemperierten, also gekühlten Rosé ausklingen lassen. Da könnte man ins Schwelgen kommen und dann sowas, Sodbrennen. Oft wird das auch verwechselt, weil es sich so brennend anfühlt, mit zu viel Magensäure. Aber in den meisten Fällen ist das Gegenteil der Fall, nämlich, dass es zu wenig Magensäure gibt hier. Und wenn der Magen zu wenig Magensäure produziert, wird die Nahrung nicht richtig verdaut und außerdem werden Krankheitserreger im Magen nur noch unzureichend abgetötet, was uns anfällig für Infektionen macht. Und bei demjenigen, von dem der Bericht stammt, war wohl das der Fall, dass zu wenig Magensäure vorhanden war und hat uns berichtet, die Anwendung A149 Hypoazidität. Und Sie sehen auch in Klammern, da steht Magensäureproduktion zu niedrig. Also A wie Anton 149 Hypoazidität. Die wurde durchgeführt, begonnen schon nach einer Stunde, nachdem das Symptom aufgetreten ist. Und bereits während der Anwendung ist hier das Sodbrennen, das Symptom verschwunden und es trat auch in den folgenden 24 Stunden nicht wieder auf. Also instinktiv hier die richtige Anwendung herausgesucht und schnell Besserung erfahren. Probieren Sie es ruhig aus. Sie wissen ja, Sie können mit AgeCare testen. Es schadet Ihnen nicht. Hier einmal das eventuell Gegenteil von dem zu versuchen, was Sie sich zunächst gedacht hatten. Und das ist uns auch sehr wichtig, dass Sie wissen, dass es nicht schadet, sondern unterstützend zur Verbesserung der Lebensqualität der Anwender, also von Ihnen, beiträgt. Deswegen bringen wir Ihnen auch hier diese Berichte, die Erfahrungsberichte, um Ihnen hier ja, Sie zu bestärken und Sie zu ermutigen, auch für sich die Anwendungen zu testen. Empfehlen Sie also AgeCare weiter. Empfehlen Sie uns und unseren Support. Wir stehen Ihnen sehr gern mit unseren Erfahrungen zur Seite und helfen Ihnen sehr gern mit unserem Wissen zu Ihrer verbesserten Lebensqualität für Sie, aber auch natürlich für diejenigen, denen Sie von uns erzählen, wenn Sie uns empfehlen. Dann empfehlen Sie auch hier unsere Kommunikationswege ruhig, dass auch diejenigen, die sich interessieren, auch sich an uns wenden können und eben ihre Fragen direkt stellen können. Das ist natürlich auch möglich. Ich habe Ihnen hier unsere Kommunikationswege nochmal notiert. Es ist natürlich auch die Möglichkeit, dass Sie zum Montagsworkshop eingeladen werden können. Das können Sie gerne mit uns absprechen und dann laden wir diejenigen hier ein,
das ist auf jeden Fall möglich. Im Forum zum Beispiel, da kann man auch Fragen stellen, um mit anderen Anwendern in Kontakt zu treten, also nicht nur mit uns, um hier eventuell Erfahrungen zu erfahren direkt, aber auch eventuell für die Möglichkeit für Sie, dass Sie Ihre Erfahrungen dort eintragen. Das ist immer möglich. Also nutzen Sie ruhig diese ganzen Möglichkeiten. Und dann ist es natürlich auch immer gut, wenn man dafür die Empfehlung etwas bekommt. Und wir bedanken uns hier bei Ihnen, wenn Sie AgiCare empfehlen, wenn Sie jemanden AgiCare empfehlen, der dann auch das Gerät in unserem Shop kauft. Und da sind wir aus meiner Sicht sehr großzügig und wir geben hier 150 Euro an Sie für jedes Gerät, was Sie empfehlen und das dann im Kauf in unserem Shop resultiert ist. Ja, da bin ich mit meinem Vortrag am Ende. Ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und dass Sie hier sich meine Ausführungen angehört haben und angeschaut haben. Und vielleicht gibt es ja die ein oder andere Rückfrage auch heute schon.